Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir beschäftigen uns ja mit Daniel, speziell Daniel 9 und auch mit Jeremia 25 und Jeremia 29. Und man kann fast sagen, dass die Wegführung Israels in die babylonische Gefangenschaft ein Vorbild ist auf das, was auf die moderne Stadt Jerusalem und auf den modernen Staat Israel noch zukommen wird. Denn Jerusalem wird in der Endzeit komplett zerstört werden, komplett geschleift werden, was niemand erwartet. Und wir werden auch sehen, dass das Land Israel entvölkert wird, nochmal verkauft wird, die Bevölkerung verkauft wird nach Norden und wahrscheinlich nochmal nach Babylon muss, was, wie gesagt, weder Christen noch Juden erwarten, aber was die Bibel sagt. Und ich möchte gerne ein paar Verse lesen aus Matthäus 24, aus Lukas 21 und aus Lukas 19 bezüglich dieser Thematik. Denn ich glaube, dass wir diese Kapitel auch neu lesen müssen. In Matthäus 24, Vers 1 steht: Und Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. In meiner Bibel, das ist die 12er Lutherbibel, da steht eine kleine Überschrift über diesem Abschnitt. Da steht die Rede auf dem Ölberg, Doppelpunkt, die Zerstörung des Tempels. Meiner Überzeugung nach geht es hier aber nicht allein um die Zerstörung des Tempels, wie allgemein immer wieder beschrieben wird, sondern hier geht es um sehr viel mehr. Hier geht es um die Zerstörung der kompletten Stadt Jerusalem in der Endzeit. Denn Jesus sagt zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Die Jünger treten zu ihm und zeigen ihm des Tempels Gebäude. Und daraufhin antwortet Jesus ihnen und sagt: Seht ihr nicht das alles, was man vom Ölberg aus sieht? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das klingt für mich ganz deutlich so, als ob Jesus das nicht nur auf den Tempel reduziert, sondern auf die komplette Stadt Jerusalem. Und zwar nicht durch die Römer, sondern in der Endzeit durch jemand anderes, nämlich durch den Antichristen. Ich lese nochmal eine Parallelstelle dazu, weil das so unglaublich klingt, ja? Da steht in Lukas 21, Vers 5: Und da etliche sagten von dem Tempel, dass er geschmückt wäre mit feinen Steinen und Kleinoden, sprach er: Es wird die Zeit kommen, in welcher von dem allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Also auch hier eine ganz ähnliche Formulierung. Einige treten zu Jesus und weisen ihn darauf hin, dass der Tempel so schön geschmückt ist und mit feinen Steinen gebaut ist. Und er sagt: Es wird die Zeit kommen, in welcher von dem allen, was ihr hier seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Auch das klingt für mich deutlich danach, als ob die ganze Stadt Jerusalem eingeäschert wird und zerstört wird. Nun klingt das natürlich unglaublich, ja, weil wir das auch immer anders gehört haben und auch gelernt haben. Und auch hier steht eine kleine Kapitelüberschrift in meinem Text, die Rede von der Zerstörung Jerusalems. Das geht also dann schon deutlich weiter, als nur, dass sich die Worte Jesu auf den Tempel reduzieren würden, sondern hier steht von der Zerstörung Jerusalems. Und wenn wir noch eine andere Bibelstelle uns anschauen wollen, dann gehen wir mal in Lukas Kapitel 19. Da steht, ich lese mal so den Sinnzusammenhang. Da geht es um den triumphalen Einzug Jesu nach Jerusalem. Da er nun hinzog, ab Vers 36, da er nun hinzog,
breiteten sie ihre Kleider auf den Weg, und da er nahe hinzukam und zog den Ölberg herab, fing an, der ganze Haufe seiner Jünger fröhlich Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, ein König, ein Melchisedek, ein Priesterkönig, ein König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer im Volk sprachen zu ihm: Meister, strafe doch deine Jünger. Er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wo diese werden schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird die Zeit über dich kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen oder eine Befestigung anlegen, ja, eine Belagerung anrichten, dich belagern und an allen Orten ängsten und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darin du heimgesucht bist. Diese Worte reduzieren sich nicht auf den Tempel, sondern diese Worte beziehen sich auf die komplette Stadt Jerusalem. Das sind harte Worte, und die werden auch noch härter, wenn man in den Endzeitreden auch liest, dass das die Zeit ist, in der der Zorn Gottes über diese Stadt Jerusalem ausgegossen werden wird. Denn in Lukas 21 steht: Das sind die Tage der Rache, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Diese Tage der Rache sind Tage der Rache und Tage der Vergeltung Gottes und Jesu Christi, weil die Königsstadt Jerusalem ihn nicht angenommen hat. Das predigt kaum jemand, weil das sehr harte Worte sind gegen die Stadt Jerusalem. Und je weiter wir in der Endzeit kommen, desto weniger wird das auch erlaubt sein zu sagen. Aber die Bibel spricht davon. Jetzt sagen natürlich viele: Ja gut, diese Zerstörung des Tempels oder wegen mir auch der Stadt Jerusalem, die ist ja durch die Römer geschehen. Im Jahr 70 nach Christus, als sie den Tempel zerstört haben, Jerusalem eingenommen haben, da ist ja die Stadt geschleift worden. Aber das sagt Jesus nicht. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 15: Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte, wer das liest, der merke darauf. Alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Land ist. Dieser Gräuel der Verwüstung, der wird aber in Daniel 11 berichtet. Und den hat kein Römer angerichtet, sondern Antiochos Epiphanes. Und deswegen sagt Jesus auch: Wer den Propheten Daniel liest, der merke darauf. Der merke darauf, genauso wie Daniel in Daniel 9 auf die Worte Jeremias gemerkt hat. Der achte auf diese Worte, die dort geschrieben sind. Die Linie zeigt nicht nach Rom, die zeigt nicht zu Titus, die zeigt nicht auf das Jahr 70 nach Christus. Das, was Jesus hier beschreibt, ist das, was uns in Daniel 11 berichtet wird. Und auch in Daniel 9, was mit der Zerstörung, mit der Verwüstung Jerusalems zu tun hat, wie in Jeremia 25 steht, dass Jerusalem wüst liegen wird. Und Daniel hat in Jeremia 25 auf diese Worte geachtet, dass Jerusalem wüst liegen wird 70 Jahre. Und der Engel sagt zu ihm: Das ist nicht die Verwüstung, die in der Prophetie und in der Heilsgeschichte Gottes gemeint ist, sondern die wirkliche Verwüstung, die kommen wird, die ist in der letzten 70. Jahrwoche. Und die bezieht sich noch einmal auf Jerusalem. Und bis zum Ende wird es wüst bleiben. Und es wird ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet werden. Meiner Meinung nach dann, wenn dieser
Überrest, dieser wiedergeborene Überrest in Jerusalem von dem Antichristen gemeuchelt wird. Das ist der Gräuel der Verwüstung, dass er sich nicht schämt, die Priesterschaft in Jerusalem, den wiedergeborenen Überrest, wahrscheinlich größtenteils aus Juden, zu töten. Das ist dieser Gräuel der Verwüstung, der aufgerichtet wird. Das ist keine römische Feldstandarte, die da aufgestellt wird, sondern das ist der Meuchelmord des Antichristen in Jerusalem an den wiedergeborenen Menschen, die dort leben und das Evangelium verkündigen. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Und wenn Jesus in Matthäus darauf verweist, dass von diesem Gräuel der Verwüstung in Daniel geschrieben ist, und dieser Gräuel der Verwüstung in Daniel eindeutig von Antiochos Epiphanes angerichtet wurde und nicht von den Römern, dann steht zu vermuten, dass diese Strukturen, die wir in Daniel auch schon vielfach uns angeschaut haben, in der Endzeit wieder auftauchen werden, wieder erscheinen werden, dass man darauf wirklich auch achten muss. Das kann man nicht im Vorübergehen lesen und verstehen, sondern da muss man tiefer einsteigen in den Text und da muss man auch den Mut haben, bisher vielleicht liebgewonnene Auslegungen beiseite zu tun und die Texte nochmal genau anschauen und genau analysieren und den Herrn des Wortes darum bitten, was damit wohl gemeint ist. In den Versen, die wir gelesen haben, wenn die Jünger Jesus darauf aufmerksam machen, wie schön der Tempel ist, dann hat Jesus einen viel weiteren Blick, einen viel umfassenderen Blick, den er ihnen gibt. Denn der schaut auch in die letzte Zeit. Und was wir nicht vergessen dürfen ist, als Daniel diese letzte große Offenbarung bekommt in Daniel 11 vom Gräuel der Verwüstung, da bekommt er diese große Schau von dem präexistenten Christus. Denn da kommt ein Mann zu Daniel, der genauso beschrieben wird in Daniel 10 wie der auferstandene Christus in der Offenbarung. Das heißt, die letzte große Prophetie, die Daniel empfängt, empfängt er von Christus selbst. Und da haben wir auch schon mal gesprochen von, wenn Christus hier in Matthäus 24 auf Daniel verweist, verweist er auf sein eigenes Wort. Das ganze Wort Gottes ist seins, keine Frage. Aber speziell diese Worte in Daniel 11 hat Jesus Christus selber 550 Jahre vorher dem Daniel gesagt. Ja, das ist ja das Erstaunliche und das Erschütternde. Merkt darauf, ja, da muss man merken, da muss man aufmerken, diese Texte muss man in Ruhe lesen und dann in Verbindung setzen und in Zusammenhang stellen. Und dann versteht man das, wenn die Jünger Jesus auf den Tempel hinweisen und sagen, was das für große Steine sind und was für große Gebäude, wenn Jesus dann antwortet, seht ihr nicht das alles, dann meint er nicht nur den Tempel, dann meint er die komplette Stadt Jerusalem, die in der Endzeit nicht von den Römern vor 2000 Jahren, 70 nach Christus, sondern die in der Endzeit von einem endzeit-seleukidischen Herrscher, jemandem, der dem antiken Antiochos Epiphanes bis aufs Haar gleicht, ausgeführt wird und der diese Stadt komplett schleift und zerstört, so wie Jesus in Lukas 19 sagt. Das ist für mich ein erschütterndes Ergebnis. Das sind die Tage der Rache, die noch kommen, dass alles erfüllt werden wird, was geschrieben steht. Zum Beispiel in Daniel, zum Beispiel in Jeremia 25, dass Jerusalem wüst liegen wird und dass Jerusalem und die Bevölkerung in Israel noch einmal in eine babylonische Gefangenschaft weggeführt werden wird, der moderne Staat Israel. Das ist erschütternd zu sehen. Ja? Und in diesen ganzen Endzeitwirren, in diesen Gerichten, die über Israel und über die Völkerschaften gehen, wird ein Überrest zum Glauben an Jesus Christus kommen, aus den Juden in Jerusalem. Und dann wird die Gemeinde Jesu abgeschlossen sein. Das ist das, was die Bibel in der Endzeit zeigt. Wenn man das sieht, dann müssten wir eigentlich die kompletten Endzeitreden Jesu neu überdenken. Und das, was wir an Auslegungen bisher dazu haben, auch prüfen an dem Wort Gottes, das wir hier haben. Denn allein schon dieser Vers 8 in Matthäus 24, wo steht, das alles ist der Anfang der Wehen, das wird von den Auslegern immer über die letzten 20 Jahrhunderte verteilt. Aber das meint Jesus nicht.
sondern diese Wehen sind Wehen Zions, wenn Zion zur Geburt, zur Wiedergeburt kommt. Dieses Geheimnis der Wiedergeburt Jerusalems, das ist verschüttet gegangen. Das wissen die Ausleger auch nicht. Und das könnt ihr sehen, wenn ihr diese Predigten über Matthäus 24 oder Lukas 22 oder Markus 13, wenn ihr die hört, dann werdet ihr sehen, dass die mit diesem Vers oder mit diesen Versen, die sich beziehen auf die Wehen, auf die Geburtswehen, überhaupt nichts anfangen können. Die gehen dann her und beschreiben dann so Ereignisse im Kreissaal, wenn eine Frau schwanger wird. Aber die setzen das nicht im biblischen Zusammenhang. Das fehlt. Ich wollte euch das nur kurz mitteilen nach dem letzten Video über Jeremia 25, dass Jesus auch davon spricht, in Matthäus 24, in Lukas 22, in Lukas 19, in Markus 13. Es geht nicht nur allein um die Zerstörung des Tempels. Es geht darum, dass die moderne Stadt Jerusalem, so wie wir sie heute kennen, komplett zerstört wird und in Schutt und Asche gelegt wird. Jesus sagt das sehr, sehr deutlich. Es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Oder manche Übersetzungen, die neue evangelistische Übersetzung, die übersetzt sinngemäß, dass hier wird alles zerstört werden. Und er sagt zu den Jüngern, seht ihr nicht das alles? Ja, das ist ein erschreckendes Ergebnis. Und ich glaube, es ergänzt das, was wir gesehen haben in Jeremia 25. Ich glaube, dass wir uns noch auf einiges vorbereiten müssen. Trotzdem bleiben wir wohlgemut, ja? Denn Jesus sagt ja auch, wenn ihr das alles seht, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist auch ein schönes Ergebnis und auch eine schöne Aussage in den Endzeitreden Jesu und daran halten wir fest. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.